Aufgabe 18 behandelt wiederum einen Gerberträger, nun allerdings unter kombinierter Belastung einer Einzellast F hier an der linken Seite und einer dreiecksförmigen Streckenlast rechts. Wir erinnern uns, grundsätzlich hätten wir es mit einem statisch unbestimmten, und zwar einem einfach statisch unbestimmten Problem zu tun, weil ja aufgrund des Festlagers in A und der beiden Loslager in B und C 4 Lagerreaktionen zu erwarten sind. Durch das Gelenk in G allerdings lässt sich der Träger teilen und damit unter Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen auf die Teilsysteme mittels normalem Gleichgewicht lösen. Wir machen wieder ein Freikörperbild. Man muss sich entscheiden, in welche Richtungen die Lagerkräfte wirken sollen. F, der Grund, warum ich AX nach links einzeichnet habe, ist, naja, weil man sieht, wenn F so nach rechts wirkt mit der X-Komponente, dann muss das AX nach links wirken. Dann ist hier mein Gelenk. Ich schneide es gleich auseinander. Gelenkskräfte, haben wir gesagt, die kann man frei entscheiden. Und das ändert auch nichts an den Auflagerreaktionen, wenn es die umdrehen, weil sie auf beiden Seiten umgedreht werden dann. Ja, und dann haben wir den rechten Teil, die Gelenkskräfte in die andere Richtung, die Lagerkraft in B ist ein Loslager, also nur horizontal, BY nenne ich es trotzdem, dass man konsistent ist und sofort sieht, was das für eine Richtung ist. Und auch hier ist ein Loslager, nur CY. Und die Dreieckslast ersetzen wir wieder durch die resultierende. Die ist wieder Q0 und 3a lang. Dann ist wieder von der Spitze hier des XS das 2 Drittel 3a. Also werde im Endeffekt 2a rauskommen für das XS. Dann ist hier a und hier ebenfalls a. Und das ist nämlich beides a. Koordinatensystem, XY und positiv. Und jetzt, wie schaut R jetzt aus? Streckenlast mit Länge 3a, Höhe Q0. Genau, 3 halbe Q0a, ja. 3 Q0a wäre das Rechteck und die Hälfte davon ist dann das Dreieck, klar. Und XS muss 2a sein, weil wir haben gesagt, von da vorne sind es 2 Drittel der Länge und die Länge ist 3a, dann haben wir da 2a. Gut. Gleichgewicht. Eine sinnvolle Sache in dem Fall ist, wenn man sofort mal schaut, bringt einem das Gesamtgleichgewicht eigentlich irgendetwas. Das kann man ja quasi aus dem Kopf machen, indem man einfach die Gs da sich wegdenkt. Ja, das bringt was, das liefert das AX, wenn man es braucht. Weil das Einzige, was dem AX entgegenwirkt, ist die horizontale Komponente von F und damit kann man aus dem Gesamtgleichgewicht einmal das AX ausrechnen. Ich schreibe jetzt nicht mehr gleich 0 her, sondern ich löse es sofort auf. AX muss F Cosinus Alpha sein natürlich. Gleichgewicht links. Wir wissen schon vom letzten Mal, wir dürfen beide Teile getrennt ins Gleichgewicht setzen, weil es beide im Gleichgewicht sein müssen. Wenn man A nicht kennt, dann legen wir wieder unseren Drehpunkt in A für das Momentengleichgewicht. Dann hat man minus F Sinus Alpha, ist die Vertikalkomponente von F mit Normalabstand A. Und plus vom GY da drüben, GY mit Normalabstand 2A. Das ist 0, dann kürzen wir das A raus. Und bevor man da noch irgendwas weiter aufschreibt, kann man da sofort das GY bestimmen. Das ist F Sinus Alpha halbe. Kräftegleichgewicht, X-Richtung, da haben wir ein Minus AX bezogen aufs Koordinatensystem plus F Cosinus Alpha minus GX ist 0, liefert GX. Jetzt ist es wertvoll, dass wir hier heroben schon das AX bestimmt haben. Dann setzen wir das sofort ein. Und was kommt dann raus? Naja, 0. Ist auch logisch, weil alles andere, wenn Sie noch einmal da raufschauen,
in die Angabeskizze. Die anderen Lager da, B und C, sind ja Loslager. Die können ja gar keine Horizontalkraft aufnehmen. Also muss alles von A aufgenommen werden, was da von F eingebracht wird. Und mehr wie von F gibt es nicht an Horizontalkraft. Das sind so Überlegungen, die man immer machen sollte am Anfang. Was kommt da eigentlich sinnvollerweise vor in dem Problem? Y-Richtung. AY ist positiv. Minus F Sinus Alpha und plus GY ist 0. GY haben wir jetzt oben schon bestimmt. Dann folgt daraus AY. Das ist dann F Sinus Alpha halbe ebenfalls. Auch das sieht man zwar in meiner Skizze nicht, blöderweise, aber auch das ist sinnvoll, weil wenn das beides A ist, ist ja das voll symmetrisch gegenüber Y-Belastung. Und damit muss die Hälfte vom Lager und die Hälfte vom Gelenk übertragen werden. Die rechte Seite, jetzt mache ich was ganz Komisches, zweimal eine Momentenbilanz, hindert einen ja auch niemand daran, dass man um zwei verschiedene Punkte die Momentenbilanz macht. Einmal um B, B ist hier, wir haben GY mal A mit positiver Drehrichtung in unserem Koordinatensystem. Wir haben minus die resultierende der Streckenlast mal A plus unser XS. XS war 2A und plus CY mit dem Normalabstand 4A zu B hin ist 0. Das ist die Gleichung 1. Und das zweite, die zweite Bilanz, die mache ich um C, um den Punkt rechts. Dann haben wir von links beginnend wieder GY mal 5a, BY mal 4a und die resultierende liefert 3a minus XS, also 3a minus 2a ist wiederum 0. Gleichung 2. Und aus diesen beiden kann man jetzt das CY und das BY ausrechnen. Aus der Gleichung 1 sollte man ein CY kriegen, das lautet 1 Achtel mal 9Q0A minus F Sinus Alpha. Und aus der Gleichung 2 kriegt man das BY. Das lautet 1 Achtel 5F Sinus Alpha plus 3Q0A. So. Und dann ist wieder das gesamte System ausgerechnet.